Ja, hallo, liebe Fabrikfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen, na, wonach sieht's aus nach Factorio? Erstmal muss ich mich entschuldigen, letzte Folge kam leider nicht raus, weil ich es einfach nicht geschafft habe, beziehungsweise ich irgendwie keine Bock hatte, irgendwie aufzunehmen und so, es tut mir leid. Dann habe ich jetzt, ich habe aber das Tutorial gemacht, was ich letztens erwähnt hatte in der Kommentierfolge und es ist leider nicht so geworden, wie ich mir das gedacht habe. Es ist ein bisschen zu chaotisch und so. Ich muss echt mal schauen, ob ich das vielleicht irgendwie nochmal kürzere Form, irgendwie ein richtiges Tutorial draus bastle oder so. Ich muss mal schauen. Da kamen viel zu viele Fails kamen da. So, heute baue ich das hier tatsächlich nochmal um. Ja, weil, ja, es ist. Ich weiß, es nervt teilweise, dass ich immer wieder umbaue, aber ich glaube, das muss auch mal sein, damit ich das hier hinbekomme. Also, passt auf, hier wird ja dann Dings passieren. Jetzt ist die Frage, der Zug, der gerade abgehauen ist. Ja, nee, der ist noch da. Stopp! Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken gerade. Ich glaube, wenn er wiederkommt. Ich weiß es gerade gar nicht. Mist, wo fährt denn der jetzt hin? Warte mal, der kommt ja aus der Kokerei. Wendegleis, Raffinerie. Dann kommt er wieder, fährt wieder hier rein. Ins Wendegleis. Ne? Und, Moment, ich guck gleich nochmal rein. Also auf jeden Fall, Wendegleis, Kokerei, Wendegleis Basis, Wendegleis ist immer wieder ins Wendegleis, also fährt er zurück und fährt dann rückwärts quasi nach oben. Also das, so rum muss er dann stehen nachher. Das ist wichtig, das zu wissen, dass der so rum steht. Dann können wir jetzt nämlich mal ganz kurz hier, obwohl, warum eigentlich kurz? Machen wir es gleich richtig, so wie es sein soll. Also, hier muss er reinfahren und hier muss er auch wieder reinfahren. Immer rückwärts, rein, bla bla bla. Geht schon. Also brauchen wir jetzt hier eigentlich etwas. Oh ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Schienenmangel, sage ich mal. Aber wir können ja unten das schon mal abreißen, alles. Können wir ja eigentlich machen. Brauchen wir nicht mehr. Auch wenn er dann seinen Weg vielleicht erstmal nicht findet, aber das kriegt er schon irgendwie hin. So, das heißt. Hier muss erstmal drauf gefahren werden, auf jeden Fall. Sollte lang genug sein, um da einen Zug drauf zu kriegen. Und diese Schiene sollte natürlich auch ein bisschen länger sein. Das wäre dann theoretisch. Ja, ich habe so. Baue ich wahrscheinlich eh gerade wieder falsch. Okay. Das brauchen wir gerade nicht. Gerade nicht, nicht, nicht. Wobei ich glaube, ich brauche das schon irgendwie. Denn ich glaube, ich krieg den sonst hier nicht drauf, oder? Mal gucken. So. Der muss auf jeden Fall länger werden. Ja, ist ein bisschen. Ja, ich habe es natürlich verkackt, war ja klar. Dass ich dann doch wieder nicht getroffen habe. So. Ich hoffe, das kriege ich schnell vonstatten. Ja, mir fehlen eindeutig jetzt noch ein paar Baudinger. Ein paar von den Dingern. Okay, bis dahin also. Okay. Nein, was mache ich denn? So werde ich es machen. Und dann auch gleich noch die Verbindung. Und hier müssen wir auch mal schauen. So, und jetzt müsste ich eigentlich hier irgendwie den auch nochmal draufkriegen. Einfach, damit ich jetzt mal schnell hier reinfahren kann. So, und dann kann ich mal gucken, wo er dann stehen bleibt. Da stehen bleiben muss. Eigentlich ist es halt so hier irgendwie. So hier muss er stehen bleiben. Gut, dann haben wir noch sowas einstecken. Hammer, sehr schön. Setz mal dahin. Funktioniert hoffentlich. Sollte funktionieren. So, das heißt Kokerei. Das Ding heißt dann Kokerei. In Klammern beladen. Okay, so nennen wir das Ding. Und das hier ist die Kokerei entladen. Kokerei entladen. Ja, warte mal. Entladen, was soll ich denn? Das muss doch mit T geschrieben werden. Nehme ich an. Hoffe ich doch. Wenn nicht, mega viel. Okay. Gut, dann brauchen wir das jetzt auch nicht mehr. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Kann alles weg. Das ist doch irgendwie schon ein bisschen simpler und einfacher, oder? Ist doch viel cooler so. Okay. Dann kann man später vielleicht auch mit mehreren Zügen fahren. Jetzt wird es hier natürlich ein bisschen schwierig, mache ich so. Theoretisch könnte man auch mit mehreren Zügen fahren. Die dann immer aus- und entladen. Müsste man hier natürlich dann auch noch mal ein bisschen mit Signalen arbeiten, dass die sich nicht irgendwie gegenseitig kaputt fahren. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn er wieder raus will, muss er natürlich dahin. Der muss auf das Gleis, weil Rechtsverkehr und so.
Deswegen mal schauen, ob ich das hinkriege. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Der fährt ja von hier. Oh, das wird ein bisschen schwieriger. Moment. Ja, weil die so dämlich auseinandergebaut wurden von mir. Wobei, kann ich das wagen, geradeaus weiterzumachen und dann eine Kurve? Kann ich mir das leisten? Von der Länge her? Muss ich mal gucken. Wenn ich mir jetzt hier eine Kurve reinleiste... knapp. Sollte aber funktionieren. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich da noch Signale hinsetzen muss. Auch wenn ich jetzt so ein komisches Tutorial gemacht habe, heißt es nicht, dass ich auch genau weiß, ob ich das auch wirklich alles hinkriege. Mittlerweile. Ich weiß es trotzdem nicht genau. Irgendwie habe ich immer noch... Ups. Na, das war ein bisschen fehl jetzt. Ich habe immer noch fette Denkweise Fehler irgendwie. Irgendwie eine Lücke in meiner Denkweise. So, also wenn er von hier unten kommt, kann er nach da und nach da. Wenn er von oben kommt, kann er nach da und auch von da kann er nach da. Gut, das haut hin. Machen wir es einfach mal so, wie ich es im Tutorial immer gemacht habe, um so einen fetten Block einfach bauen. Voraussetzung, ich hätte Signale einstecken. Ich habe nämlich keine. Bauen wir mal. Oh, das war ein bisschen viel. Aber naja, wir bauen ja eh noch einiges mehr. So, und damit das cooler wird, der, na gut, der hält hier unten an, machen wir mal so und so. Machen wir so und so. Und hier unten machen wir das natürlich noch das gleiche. So und. Und. Ist das gegenüber? Wenn, dann will ich das schon gegenüber haben. Naja, ob das so direkt gegenüber ist, weiß ich nicht. Aber wir haben ungefähr einen Block, nehme ich an. So, der ist jetzt rot, das heißt, wenn jetzt. Na, hier wird es natürlich ein bisschen blöd jetzt, ne? Wenn jetzt ein zweiter Zug kommen würde, der laden möchte, fährt bis hier hin und das klappt dann nicht so ganz. Also nehme ich die dann doch mal kurz weg. Muss mal kurz schauen. Ich glaube, das würde reichen, wenn ich die so hier setze. So und so. Weil dann könnte der, wenn hier unten ein Zug kommt, erstmal guckt er natürlich... Das Ding ist relativ... Naja gut, wenn gerade einer von oben rausfährt, ist der ganz wichtig für den Fall, dass er reinfahren will. Also... Puh, wenn also von unten einer kommt und hier steht schon einer, dann bleibt er hier stehen. Der kann dann oben hoffentlich dann rausfahren. Sollte funktionieren. Wobei, wenn hier einer draufsteht, direkt hier erwartet, dann ist der bestimmt auch rot, ne? So läuft das doch hier immer ab, die ganze Chose. Wenn jetzt hier einer steht, kann der nicht rausfahren. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt heißt es bestimmt gleich wieder, du machst schon wieder einen Haufen. Immer den gleichen Fehler. Das mag tatsächlich sein. Dann hat der natürlich keine Berechtigung mehr. Ich könnte natürlich auch einfach so hier machen, dass er einfach dort hinten stehen bleibt. Geht denn das? Du, pass auf, da fährt jetzt einer rein. So. Da müsste der jetzt rot sein. Ist der rot? Sehe ich gerade nicht so. Der ist rot. Dann würde der hier stehen bleiben und warten, ob er jetzt nun da rein darf oder ob er da rein darf. Nur blöd ist... Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Also das Blöde ist jetzt einfach, dass wenn jetzt hier einer drin steht, hier, dann darf er hier nicht reinfahren, weil ist ja rot. Warum kriege ich das eigentlich nicht hin? Verstehe ich irgendwie nicht. Warum ich das nicht mit den Signalen richtig ralle? Mein Denkfehler sind, irgendwo habe ich da eine kleine Denkblockade. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das kann es doch nicht geben. Also der darf jetzt nicht rausfahren. Weil jetzt hier auf den Abschnitt, wie man drauf ist, also hier muss irgendwo eine Bremse stehen. Testen wir mal. Was ist denn, wenn ich jetzt... Also der hat ja keinen Sinn jetzt hier, ne? Das ist klar. Deswegen meckert er jetzt schon rum. Ja gut, der macht erst recht keinen Sinn. Also es muss ja schon irgendwie so ein Block sein. Aber wenn dann hier einer draufsteht, dann blockiert er wegen alles irgendwie. Dann kann der auch nicht mal rausfahren. Wenn er nicht rausfahren kann, ist das dumm. Jetzt setze ich wieder sinnlose Signale hin, in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Aber wenn ich das da hinsetze, funktioniert es auch nicht mehr. Ich muss die Blöcke irgendwie anders abtrennen. Ich weiß nur gerade noch nicht genau wie. Größer darf ich sie nicht machen, kleiner darf ich sie, glaube ich, auch nicht machen. Ja, Leute. Da... Das ist total komisch. Also ich verstehe ich weiß, ich meckere schon wieder rum, so wie ich es immer mache, aber es ist ja irgendwie blöd, ne? Also an sich funktioniert das ja ganz wunderbar. Wenn ein Zug fährt, funktioniert es, glaube ich. Da ist kein Problem. Dann fährt er jetzt einfach genüsslich raus, aber dann bräuchte ich theoretisch auch keine Weichen machen, ne? Also müsste ich auch gar keine Signale machen. Ich muss ja momentan keine Signale machen. Aber im Prinzip ist es wirklich so, der fährt dann irgendwann raus, ne?
Ich glaube, so fährt er da raus. Und dann habe ich das Problem. Ja, wo ist mein Problem jetzt eigentlich, was ich meinte? Genau, wenn ich zwei Züge habe, habe ich das Problem, wenn da oben einer draufsteht und hier unten wartet einer beim Reinfahren, dann könnt er weniger. Da kann er nicht raus und nicht rein. Nein, ach, schon wieder falsche Richtung. Ich möchte mal auf das andere Gleis fahren, um das zu demonstrieren. So. So, der kommt jetzt von unten hochgefahren und will jetzt hochfahren. Der sieht jetzt aber, oh, da oben ist rot. Bleibt jetzt hier stehen. Und der andere kann nicht mehr rausfahren. Das ist das Problem. Vielleicht kann ich... Kann ich die vielleicht leicht versetzt vielleicht sogar hinsetzen? Ich schau mal kurz, ob ich den Typen hier einfach hier hinsetzen kann, damit er hier wartet. Aber das geht ja auch nicht. Dann müsste ich ja hier machen, aber dann kann er jetzt auch nicht mehr rausfahren. Er bleibt dann hier stehen, kann aber trotzdem nicht rausfahren. Der Typ da oben fährt nicht raus. Wegen dem jetzt. Und so kann man es nicht machen. Man muss ja irgendwo einen Block haben. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ja, ist nicht so einfach. Irgendwie bin ich mir echt so ein bisschen unsicher, warum das hier nicht, wie das hier funktionieren soll. Ich meine, ich könnte, glaube ich, auch ganz frech sowas hier machen. Ja, ich glaube, das ist dann... Kann man das eigentlich machen? Kann man jetzt hier auch noch welche reinmachen? Ich glaube, dann wird er ein bisschen verwirrt, ne? Oh, Moment mal, das ist doch nicht ganz so verwirrt, wie ich dachte. Obwohl, jetzt hat er natürlich grün, aber der andere kann nicht rausfahren. Ja, wenn da unten einer steht, kann der andere nicht rausfahren. Das gibt's nicht. Ja, das verstehe ich halt immer noch nicht. Es tut mir leid, dass ich diese... Aber hier könnt ihr das mir gerne machen. Ihr könnt von mir aus gerne Screenshot machen oder so. Und keine Ahnung, dann mit Paint da rummalen und sagen, hier, der muss weg, da muss einer hin oder sowas. Macht das mal. Ich würde mich echt mal freuen, das zu sehen. Momentan lasse ich es erstmal so, ich fährt eh erstmal nur einen Zug. Dementsprechend kann ich das auch so lassen, okay? Mache ich so. Also, ich muss den ganzen Plan komplett umändern. Also, entfernen. Also, fangen wir an. Das ist ja eh nur der Kohlezug. Also, der fährt quasi, jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Bevor ich mich jetzt so lange aufhalte. Kohlezug beladen. 30 Sekunden ist okay. Dann fährt er zur Raffinerie. Dann fährt er zum Kohle beladen. Dann fährt er zur Base. Und dann fährt er wieder zum Beladen. Sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Wenn ich jetzt Play drücke, fährt er hoch. Bleibt perfekt stehen. So, jetzt braucht das hier noch Strom. Ja, wird jetzt wieder ein bisschen blöd aussehen, weil ich das ungefähr so hier machen muss. Schade, aber es ist so. Okay, hier fehlt jetzt einfach Holz, weil wir keinen Zug mehr haben für unten. Na ja, Moment mal, hier fahren ja zwei Züge, muss ich echt aufpassen, ne? Aber ich glaube, momentan ist es okay, wenn ich das so lasse, wie es jetzt ist, weil wenn der eine Zug von unten kommt, der fährt dann hier hoch genüsslich ohne Probleme. Genau, der fährt hier ohne Probleme nach oben, bloß nicht geradeaus. Sollte passen, auch mit dem zweiten Zug. Dann kann ich ja trotzdem mal Play drücken, kannst ruhig rumfahren. Nimm mich mal kurz mit. Ich möchte gern, dass du jetzt zur Basis fährst. Und dann müssen wir jetzt einen zweiten Zug erstellen, der auch die Försterei anfährt. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. So, in der Basis wird der Zug ja beladen. So. Und hier würde ich auch mal einen Kreisverkehr mal reinbauen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Okay, der steht drinnen. Freut sich, dass er da ist. Wird beladen und so weiter und so fort. Dann kann ich denn... Ja, genau, was ich auch noch machen wollte, weil es gab auch die Beschwerde, dass ich mich immer beschwere, weil mein Dings voll ist. Alter, hier kommt kaum noch Kupfer an. Eieiei. Ja. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Molten Iron wird noch ziemlich gut produziert. Alles kein Problem. Wir haben ja oben einen Haufen Lagerkisten, die ich eigentlich ungern... zu Mülle. Ja, was heißt ungern, aber ihr wisst schon. Ich werde mal hier, ne, nicht alle, aber warte mal, wie war das mit Shift, genau. Machen wir ein paar weg damit. Panzergranaten können weg. Wieso habe ich die überhaupt einstecken? Radarstation lasse ich noch drin, die würde ich eigentlich gerne nochmal verwenden. Bioreaktoren, Lampen, Unknown, Blaupause, die ist eigentlich ganz gut. Dünger kann weg. Aktive Anbieterkiste, sind die nicht da unten? Nee. Passive Anbieterkiste. Aktive Anbieterkisten verwende ich eigentlich gar nicht mehr. Ein Panzer habe ich hier noch einstecken. Befeuerter Knickarm.
Wieso habe ich eigentlich, was habe ich da alles hier drin? Bestimmt, weil ich von uns ab, weil ich abgebaut habe wahrscheinlich. Nachtsichtgerät verwende ich eh nicht. Persönlicher Laser mache ich auch mal weg. Batterien braucht kein Schwein. Wissenschaftspaket ist sowieso komisch, warum die hier drin sind. Pistole verwende ich nicht. Maschinengewehr habe ich auch gerade nicht im Einsatz. Weil ich habe die Schrotflinte. Energieschild, das weiß ich gerade gar nicht, ob ich das eigentlich verwenden möchte oder werde. So, Kunststoffstangen, Eisenkiste kann man immer gut gebrauchen, das kann immer weg. Drilltower kann auch erstmal weg, das hat gerade kurz gespeichert. Effizienzmodul weg, Hochofen, weg damit, weg damit. So, bringen wir den Scheiß noch. Teilweise bringt ihr mir ja viel Scheiße hier, muss ich sagen. Okay, ist auf jeden Fall alles weg. So, jetzt werden wir uns einen Zug basteln. Ja, mit ein oder zwei Waggons. Machen wir einen Waggon? Für Holz? Na klar, für Holz reicht einer eigentlich. Verbrennungsmotor, 15 Stück. Ich glaube, die waren ja, die haben wir eigentlich in unserer Ölfabrik. Ich hoffe mal, dass wir da auch noch hinkommen. Dass hier irgendwie noch was produziert wird. Weil ja Verstopfungsgefahr. Petroleum ist schon wieder voll. Ich krieg das Petroleumgas nicht weg. Kann man denn irgendwie Petroleumgas in irgendwas umwandeln? Ja, hier, natürlich in Schwefel. Geht noch irgendwas anderes? Außer in Schwefel? Ja, Kunststoffstangen. Kohle und Dings. Kunststoffstangen. Ja, Kohle fehlt ja natürlich immer ein bisschen. Ja, muss ich später mal schauen. So, ich brauche nicht Elektromotoren. Ich brauche die besseren Sachen, ne? Waren das die besseren? Verbrennungsmotor. Ich weiß, das ist, glaube ich, nicht mal Verbesserungsteile. Das sind dann ältere Teile, glaube ich sogar. Ja, das sind ältere Teile. Wo werden die denn hergestellt? Verbrennungsmotoren, wo werden die denn hergestellt? Hier liegen noch welche. Aber das, die reichen nicht. Die werden nicht für eine Dings reichen. Hä? Jetzt ist eine gute Frage. Wo werden die hergestellt? Puh. Let's klupsch. Wo hatte ich die denn hergestellt, ich Idiot? Irgendwo, mitten hier in der Pampa werden die hergestellt. Wie kann ich... Ja, man vergisst ja ein bisschen mal ab und zu was. Wir schauen einfach mal ein bisschen... Hier? Nee. Hier auch nicht. Ach ja, stimmt ja, die Schilder werden auch eigentlich produziert, aber da fehlt es an Produktivitätsmodule 2. Fordere ich die eigentlich schon an, oder habe ich die überhaupt jemals angefordert? Ja, eigentlich fordere ich die schon an, aber wird irgendwie nicht gebaut. Die habe ich, glaube ich, erforscht. Kann das sein? Naja. Ich suche gerade noch die Verbrennungsmotoren. Die werden irgendwo hier auch hergestellt. Das weiß ich. Irgendwo habe ich die doch hergestellt. Da. Hier. Haben die neues Rezept? Nein, die werden tatsächlich noch hergestellt. Okay. Das dauert ja ewig. Dann kommt der und will sich das klauen. Nein. Alter, dauert das lange. Boah, jetzt hätte ich natürlich doch gerne die Effizienzmodule da reingeklatscht. Ja gut, ist ja jetzt nicht so wichtig, dass die da sind. Warte ich mal noch ein bisschen. Moment, machen wir das nämlich so. Ich weiß gar nicht, was wir Verbrennungsmotor noch alles brauchen, aber hier haben wir ja eindeutig zu viele Motoren drin. Hier, wir haben ja, die Kiste ist ja rammelvoll von dem Zeug. Gleich mal hier komplett beschränken. Dann kann ich jetzt auch von mir aus hier so wieder machen. Guck mal, da sind sogar welche angekommen. Nein, das pumpt die da rein. Nein, du sollst sie nicht da reinpumpen, Mann. Du sollst doch erkennen, dass da voll ist, Mensch. So, nicht mehr reinpumpen, bitte. Oh Gott. Da waren jetzt so viele drin, ne? Wie viel habe ich denn jetzt? Ich brauche 15 pro Zug. Das dauert noch ein bisschen. Wir schauen mal kurz, warum Produktivitätsmodule... ich habe gar keine Forschung am Laufen. Weiß jetzt gar nicht, was ich da nehmen soll. Komm, wir machen mal diese... Das will ich Zeug. Ich schaue mal ganz kurz nach wegen den Produktivitätsmodulen. Die habe ich doch eigentlich schon mal angefangen zu machen. Ne, die hatte ich doch eigentlich mal angefangen. Montagemaschine, was bauen wir hier? Produktivitätsmodule 2. Das kommt dann hier rein und wird abtransportiert. Aber irgendwie passiert hier nicht viel. Beziehungsweise funktioniert schon irgendwie ab und zu mal was wahrscheinlich. Der hier arbeitet nicht weiter. Ach, was ist denn hier los? Wieso nimmst du dir das nicht? Ah, komm. Hä? Erweiterte und elektronische... Sag mal, was ist mit dir los? Toll, jetzt hat er jetzt das rausgeholt.
Hä, will der mich verkohlen? Hä? Ach nee, warte mal. Hier dazwischen, das haut nicht hin. Das Ding dazwischen haut irgendwie nicht hin. Hä? Was ist denn hier? Was ist denn hier falsch? Hier sind auch 8 drinne. Ach, hier fehlt der Prozessoreinheiten fehlen. Die normalen Prozessoreinheiten sind einfach zu wenig. Die hier sind zu wenig, ich verstehe. Okay, na gut, dann habe ich jetzt nichts gesagt. Dann stecke ich mal das hier wieder rein. Die normalen Prozessoreinheiten, ich weiß, ich wollte eigentlich den Zug machen, aber ich schaue mal ganz kurz nach, wo werden die denn hergestellt, die Super-Mega-Prozessoreinheiten? War es nicht in der Ölfabrik, wenn ich mich nicht irre? Kann natürlich sein, dass dadurch, dass das Öl stehen geblieben ist, jetzt nichts mehr hergestellt wird. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die in der Ölfabrik hergestellt werden. Kann aber sein. Naja, wenn nicht, dann... Ja, das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen irgendwie. Komme ich ja nicht lang? Ja. So, so, so. Schauen wir mal kurz. Ja doch, hier werden die hergestellt. Und die haben wahrscheinlich, so wie ich das kenne... Da fehlt bestimmt Ausgangsmaterial. Nee, Schwefelsäure ist ja genug da. Eigentlich ist ja, glaube ich, von allem genug da. Kann das sein? Was braucht denn der alles? Hä, die normalen fehlen? Alter, hier fehlen die normalen. Wollt ihr mich verarschen? Die normalen fehlen hier bloß. Das ist ja lustig. Da werden aber kaum welche angefordert. Was ist denn hier los? So. Und wenn der damit fertig ist, wo bringt er das hin? Hä, wo lagert der das aus? Ach so, von dem dahin, da rein. Ja, muss ich vielleicht echt mal hier noch erweitern eigentlich. Muss ich mal demnächst machen. Auch wenn ich es gleich machen könnte, aber ich will jetzt eigentlich den Zug bauen. Die Zug bauen. So, na, das reicht immer noch nicht. So, nichts mit Zug bauen. Das reicht für einen Waggon. Weil wir wollen ja eigentlich noch einen dran haben. Aber ich glaube, ich kann es auch erstmal mit einem machen, oder? Sollte auch erstmal mit einem funktionieren. Gut, dann werde ich jetzt mal von mir aus da runter gehen. Dann fährt er erstmal rückwärts mit nur einem Waggon. Das geht aber auch noch. Ist alles noch legitim. So, weil hier unten fährt ja gerade keiner mehr lang. Oh Gott, wie viel kaputte Sachen hier sind. Man muss auch aufpassen, nicht, dass die Schienen irgendwann mal kaputt sind. Da muss ich echt aufpassen. Auf der Hut sein quasi. So, dann fahren wir nämlich mit denen jetzt einfach mal... Oh Gott, hoffentlich habe ich Brennmaterial dabei. War ja klar. Ah, komm, hier ein bisschen Holz. Unten gibt es dann genug Holz, nehme ich mal an. So. Komm, bisschen was Holz hacken. Sollte funktionieren. Erstmal. Dann fahren wir... Ich gehe rein. Und wir fahren runter zur Försterei, bitte. Gucken, ob er da sich wohlfühlt mit nur einem Hänger. Da muss ich auch mal schauen, ob das mit einem Hänger hinhaut. Alter, wie schnell der jetzt mit einem Hänger ist, ne? Echt geil. Gut, nachher ist er natürlich auch ein bisschen langsamer. Außer ich lasse ihn hier einfach wenden. Das wäre auch lustig, aber dann haut das Ganze hinten mit dem Sackgassenbahnhof nicht mehr hin. Und jetzt haut das ja auch nicht mehr hin, wie man sieht. Ja, wieder verkackt. Jetzt müsste nämlich jetzt... jetzt müsste die ganze Fabrik eigentlich wieder hier stehen, wie ich es letztens schon mal hatte. Und eigentlich müssten die auch mehrere einladen, finde ich, damit das auch alles schneller geht. Mit dem ganzen Holz. Wobei das, glaube ich, gar nicht so schlimm ist, weil das hier eh nie richtig ausgereift wird. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder mal... Okay. Ah, Mist, das war jetzt eine dumme Idee. War eine sehr dumme Idee. Anführungskiste, wir fordern jetzt hier Holz an. Aber erst nachdem ich Holz reingeschmissen habe, so. Bitte einmal Holz anfordern. Hoffentlich ist das das letzte Mal, dass ich das jetzt auswähle. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel das waren. Ach, das ist eine Anforderungskiste. Ach. Hä, aber... Nee, der fordert die doch an. Warum holen die das ab? Warum holen die das ab? Was ist denn hier los? Nein, die haben was reingebracht. Die haben was reingebracht. Ach, Mann, bin ich dumm. Weiß gar nicht, wie viel waren das jetzt nochmal? 50, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also sind das 500, 1000, 2000, 2400, glaube ich. 2400 ist okay. Ach so. Jetzt komme ich gleich wieder angerannt. 400. So.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, natürlich. Selbstverständlich, nur dann. So, schnell selbst mal ein bisschen füllen. Und hier schmeiße ich den Rest rein, der ja auch der rumliegt, den kann ich auch noch reinschmeißen. Okay, sehr schön, das funktioniert. Jetzt muss ich diese Fabrik doch nochmal umbauen. War ja klar, dass das irgendwie passieren musste. Okay. Was waren das? Die Dreier, ne? Nehme ich einfach die Dreier, was soll's. So, du nimmst ein bisschen was rein. Du holst das Ganze dann raus und schmeißt es in eine Anbieterkiste. So einfach ist das. Bisschen Strom hin. Bam. Passt. Okay, das ist auch noch ein Dings hier. Da ist auch schon ein bisschen was drin. Hier natürlich ein bisschen. Gut, dann haut das hin quasi. Wir fahren jetzt von hier aus. Ah, jetzt wird es natürlich ein bisschen blöd. Nein, bleib ruhig stehen, mein Freund. Okay, machen wir so. Passt auf. Baue ich ab. Und baue ich jetzt hier dran. Einfach, damit ich das simulieren kann, wenn jetzt für den Fall, wenn jetzt da theoretisch zwei Züge drinne wären. Und als erstes fährt der, haben wir ja gesagt, zur Försterei. Und als nächstes fährt der zur Kokerei entladen. So, mehr macht der eigentlich nicht. Dann fahr mal hoch, mein Freund. Da müssen wir oben die Kokerei beim Entladen wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was einstellen. Und dass er Kohle kriegt. Ah, ich muss ja, glaube ich, einen Zweierzug machen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich muss einen Zweier machen. Bin mir gerade nicht sicher. Der ist so schön schnell, ey. Was heißt, ich muss? Ich muss eigentlich gar nicht. Einer. Hä? Okay. Was hat denn der jetzt für geile Sachen? Sag mal. Hä? Was? Ja, und du bist wieder hier angekommen. Hä, bin ich denn blöd? Kokerei entladen? Gibt es da mehrere davon? Wieso? Der hat ja gar nicht erst versucht, dahin zu kommen. Bin ich denn blöd? Kokerei entladen. Ziel nicht erreichbar. Okay, ja, da hat der Tenchi wieder mal Mist gebaut, so wie ich es gerne mache. Da habe ich wahrscheinlich irgendwie einen Anschluss vergessen, da oben hinzubauen. Also fahren wir persönlich da hoch. Kein Problem. Kein Problem, mach mal. Ich bin ja auch mindestens so schnell wie die, das kann ich auch. Signale beachten, kein Problem. Tenchi kriegt das hin. Hoffe ich. Wie war das Rechtsverkehr, ne? Nicht ganz so schnell fahren, sonst verpasse ich die Ausfahrt oben. Aber der ist echt verdammt schnell, so ein Einerzug. Eigentlich müssen wir echt nur Einerzüge machen. So, Rechtsverkehr. Das haut schon mal hin, das kriege ich alles hin. Puh, jetzt düse ich ja hoffentlich einfach mal durch. das war knapp. Und jetzt muss ich ja mal schauen, woran hat es denn jetzt gelegen, dass der nicht gerade ausgefahren ist. Okay. Und irgendwie hat er es jetzt nicht geschafft, hier oben reinzufahren. Muss er doch eigentlich schaffen. Warum hat er es nicht geschafft? So, hier ist ja auch grün. Fahre ich nach links, fahre jetzt hoch und bin doch beim Entladen, oder nicht? Entladen. Puh, woran lag das denn jetzt? Bitteschön. Ah, ich verstehe, glaube ich, warum. Oder? Nee, ich verstehe es nicht genau, aber... So, kann er jetzt wenigstens wieder rausfahren? Ja, theoretisch könnte er rausfahren, bloß hat er ja bloß in eine Richtung einen Zug. Dementsprechend werde ich mit dem jetzt schnell mal... wieso hat denn der da Holz drinne? Raffinerie, Kokerei, Basis. Wieso hat der da Holz drin? Beladen, beladen. Ach! Deswegen. Also, wie kann man das wieder aufheben? So. Und bitte auch nicht so. Nein, hau nicht ab. Nein, bleib stehen. Alter, du kleiner. Ah, falsche Taste. So, alle weg. Sie dürfen weiterfahren. So, ich wollte euch mit dir mitfahren. Stopp. So, bitte einmal zur Basis, bitte. Da würde ich mich freuen. Dann kann ich da unten jetzt den nächsten Zug bauen. Dann fahre ich wieder hoch. Und dann passt das. Oh, Kugelschaden ist fertig. Komm, dann machen wir gleich noch hier Pumpgun. Ich brauche eigentlich Pumpgun-Schaden.
Macht eigentlich mehr Sinn, weil ich von der Pumpgun rumrenne. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Ah, wir sind schon wieder voll drüber, aber den Zug baue ich jetzt noch. Pass auf, ich werde jetzt hier schnell, der Zug bleibt jetzt eh hoffentlich eine Weile stehen. Ach, notfalls mal hier was so. Ich hole mir schnell meine Dinger ab. Wow, die haben sich richtig fett gestapelt, ey. Da bin ich ja richtig fett überrascht. Ein Zug gebaut. Sehr schön. Dann gehen wir hier wieder hoch. Ganz einfach, so. Bitte fahren Sie mich in die Kokerei beladen, bitte. Danke. So, fahren Sie mal nach oben, bitte. Dann haben wir das auch endlich mal geschafft. Man braucht echt relativ lange, muss ich sagen, für einzelne Sachen. Außer natürlich, man bearbeitet vorher noch oder so. Aber der kommt hier lang gefahren, ne? Der schafft das schon irgendwie. Der schafft das schon. Guck mal, wie schnell der entladen wurde. Krass. So, du darfst jetzt ganz normal deine Tätigkeit weiter aufnehmen. Du allerdings sollst jetzt hier angeschlossen werden. Wir hatten jetzt natürlich keine Pläne mehr. Also, als erstes machen wir es so. Wir fahren ein bisschen weiter runter. So. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass der jetzt nicht zufällig hier irgendwas belädt. Ja. Scheiße, jetzt belädt der hier. Die Kohle. War nicht die Absicht. So, du sollst als erstes fährst du bitte zum Beladen. Entladen natürlich. So, entladen. Und danach fährst du zur... Oh, jetzt bin ich zu weit reingefahren. Naja, passiert. Danach zur Försterei. So. Wir checken, ob das funktioniert. Play. So, der hat übrigens gar keine... doch, der hat Kohle drin. Wie kommt das denn? Wieso hat denn der hier Kohle drin? Okay, na, gut, gut beladen. Ach so, deswegen natürlich. So. Na gut, auf zur Försterei. Ich warte ungern länger. So. Und dann fahren wir hier rein. Ja, funktioniert. Er ist nicht mehr ganz so schnell, weil halt zwei Waggons hinten dran sind. Schade eigentlich. Und der ist komplett leer, ne? Ja, komplett leer. So, die Frage ist nur, ob die Kokerei oben... Ja, man kriegt jetzt einen Haufen, Haufen Holz. Man muss schon sagen, zwei von diesen Baufarmen sind so verdammt viel. Ja. Vielleicht sollte man hier doch ein bisschen beschleunigen noch mit dem Beladen. Ja, das muss ich jetzt einfach machen, das ist einfach so ein Ding. So. So. Das heißt also, ich mache hier nochmal eine, nee, das ist ja eine Anforderungskiste, genau. Mach ich einfach noch eine hier hin. So. Die dann das gleiche bekommt wie die. Da freuen die sich bestimmt schon tierisch drauf. Und bringen auch schon die Kohle rein. Kohle sei schon. So. Dann, wenn das Ding jetzt voll ist, wird ja gleich soweit sein. Kann ja nicht so lange dauern. Und zwar jetzt gleich. Dann schauen wir, fahren wir mal nach oben und schauen mal, wie schnell das entlädt. Und dann war es das, glaube ich, auch schon. So, tschüssi. Ach geil, ne? Wie schnell der ist. Hoffentlich ist er richtig schnell. Der hat jetzt drei Züge, ne? Also drei Waggons quasi. Muss er ja ziehen. Die hilft ja anscheinend nicht hier mit, die dumme Sau. 170, 180. Also am besten wäre eigentlich Züge, die auch Schleifen fahren, muss man sagen. Also die umdrehen. Gar nicht erst mit zwei Zügen hier dran. Dadurch werden die nur langsamer, haben weniger Kapazität eigentlich. So, was mit dem jetzt? Aha. Warum war das jetzt so? Keine Ahnung, was das war. Und da kommt auch... Ah, genau. Passt. So, mit zwei Zügen funktioniert das so. Aber wenn ich jetzt noch einen zweiten hätte, der auch entladen will, dann kommt es hier zu Engpässen. Das wird ein bisschen blöd. So, wie schnell entlädt er jetzt? Zeittechnisch reicht es ja anscheinend dann hoffentlich locker, dass er das auch schön entlädt. Wobei, die verbrauchen das gar nicht so schnell. Aber man könnte ja noch mehr Kokereien machen. Aber ich glaube, dann wird es einfach so viel Kohle sein. Irgendwie. Dann wird dann so viel Kohle hier sein. Und er hat es doch tatsächlich fast geschafft. Naja, fast ist okay. Ja. Na gut, die könnten ruhig noch ein bisschen schneller arbeiten. Wobei, Kohle an sich ist hier ja schon einiges drin. Ne, das sammelt sich jetzt langsam. Könnte aber theoretisch doch schon mehr sein. Aber das passt schon erstmal so. Wie viel verbrennen die eigentlich? Ja, 10 Stück pro Durchgang. Na, das läuft. Ich glaube, das ist alles in Ordnung so. Fahr ein paar Mal hin und her, dann passt das.
Gut, ich hoffe, es hat nicht wieder ein bisschen, war jetzt nicht wieder zu kacke mit dem hier. Ich glaube, da muss man auch wieder mit einem Ausweich, also so ein Wartegleis arbeiten, dass der nicht einfach hier stehen bleibt, sondern dass der wirklich irgendwie hier auf dem Extragleis fährt oder so. Das wäre ein bisschen übertrieben. Das muss doch aber irgendwie anders funktionieren. Das muss irgendwie muss das doch funktionieren. Kann doch nicht sein. Na gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von The Noobs Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi! So, ich muss, glaube ich, tatsächlich noch einen kleinen Nachtrag machen, weil wenn man das so sieht, ich bin jetzt mal hier hochgefahren, ist das natürlich, ja, der eine, der greift jetzt ein bisschen was raus. Es ist aber auch nicht besonders gut, dass der eine da was rausgreift. Ich mache mal kurz so noch. Werde hier nur kleine Veränderungen halt reinklatschen, damit hier ein bisschen mehr rausgeladen wird von der Kohle auch, damit das auch schneller geht. Weil ich kann auch sowas machen hier theoretisch. Ja, funktioniert irgendwie. Irgendwie wird das auch schon rausgeknickt. Rausgeknickt wird das. Hier kann ich vielleicht auch noch was rausknicken. Oder auch nicht. Und ich glaube, dass das Problem ist jetzt gerade... Ja, ich muss Intelligente draus machen. Ah, das ist nicht gut. Ich muss Intelligente draus machen. Das werde ich jetzt noch schnell nachhängen. Ich weiß nicht, das muss einfach auch mal sein. Jetzt kommt das ganze Ding auch zum Erliegen quasi. So, du kriegst das. Ich weiß nicht, ob das hier so sinnvoll ist, aber hier auf jeden Fall. Von dem kriegst du das. Und hier würde ich das auch gerne noch machen. Und zwar mache ich das dann so. Und du bekommst natürlich das Gleiche. So ein bisschen, damit das ein bisschen schneller geht. Wobei die echt länger brauchen, ne? Ist voll geil, weil die so lange ziehen müssen. Aber wenigstens schneller ausladen, weil sonst ein so ein Teil, das dauert ja ewig, wie der hier was geschafft hat, das rauszuziehen. Dann doch lieber so. Ich könnte auch hier noch was rausgreifen lassen, aber... Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Weil Kohle ist schon wichtig. Das ist echt wichtig, dass es auch ankommt. Da, wo es hin soll. Gut, das war es dann doch diesmal wirklich.